Ganztagsschulen sind in den letzten Jahren normaler geworden, aber der Ausbau geht nicht schnell genug voran und es hapert immer noch an der pädagogischen Qualität. Unsere Studie zeigt, wir könnten den Anteil der Schüler im Ganztag verdoppeln, auf 80% bis zum Jahr 2025. Dazu würden 3,3 Millionen zusätzliche Plätze im Ganztag benötigt, bauliche Investitionen in Höhe von 15 Milliarden Euro und natürlich zusätzliches pädagogisches Personal. Die Kosten dafür würden sich auf jährlich 2,6 Milliarden Euro belaufen. Dieser Ausbau ist möglich, wenn sich Bund, Länder und Kommunen auf eine gemeinsame nationale Kraftanstrengung verständigen. Wir brauchen auch einen Rechtsanspruch. Das hat im Kita- und im Krippenbereich sehr gut funktioniert. Und nicht zuletzt brauchen wir eine Verständigung auf gemeinsame Qualitätsstandards für guten Ganztag.